Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg gibt es für euch natürlich wieder eine neue Ausgabe des Spieltags-Updates. Dieses Mal sind wir aber nicht im Stadion, sondern an der Tankstelle SB Station Kaltag. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Hier wurde alles neu gemacht, alles dem Motto getreu, FCH ist unser Verein. Und deswegen haben wir uns mal hier getroffen, und zwar mit Jonas Fürnbach. Vor allem, wenn man die letzten Heimspiele sieht, ich denke, es waren immer richtig coole Spiele mit richtig guter Stimmung zu Hause. Da hat man gemerkt, dass die Euphorie auf jeden Fall hier ist. Und das versuchen wir natürlich jetzt gegen Augsburg wieder auf den Platz zu bringen. Die gute Stimmung, vor allem die Energie, die wir zu Hause haben. Und bei Augsburg jetzt mit dem neuen Trainer ist meistens immer so ein, auf jeden Fall mal ein Kurzzeiteffekt, wo die Mannschaft noch mal ein bisschen mehr Gas gibt, mehr die Zweikämpfe sucht. Und ich denke, das wird auf jeden Fall auf uns zukommen. Eine Mannschaft, die ganz eklig ist. Viele Zweikämpfe führt, wahrscheinlich jetzt auch als Mannschaft agieren wird, wieder kompakt. Und es wird ein sehr intensives Spiel, denke ich, und da müssen wir auf jeden Fall dagegenhalten. Man sieht es anhand der Konstellation in der Tabelle im Moment. Augsburg ist ein direkter Konkurrent und es ist ein sehr wichtiges Spiel. Jedoch geht es trotzdem nur um 3 Punkte, wie in jedem Spiel dann auch. Und das hat man jetzt eben in den letzten Heimspielen auch schon gesehen. Es macht sehr viel Spaß, zu Hause zu spielen bei uns. Die Stimmung und die Euphorie, die schwappt ein bisschen auf uns Spieler auch über und es gibt nochmal zusätzlichen Push und Energie. Darauf freut man sich auf jeden Fall. Gesprochen haben wir hier aber tatsächlich nicht nur mit Jonas Föhrenbach, sondern auch mit Tanja Kaltag, der Besitzerin der Tankstelle. Und mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie die Zusammenarbeit mit dem FCH lief und vor allem, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass es jetzt eine solch schöne Tankstelle in Heidenheim gibt. Also ich bin ja schon immer FCH-Fan, also die letzten 20 Jahre, wenn ich zurückdenke, immer FCH. Tankstelle mache ich auch schon lang und somit habe ich mir eigentlich meinen Umbau mit einem Traum verwirklicht. Von Träumen bis Umsetzung war der FCH von Anfang an hinter mir, hat mir mega dabei geholfen, die Materialien zur Verfügung gestellt und das ist das Resultat und ich glaube, es ist gut gelungen. Neben der Eröffnung unserer Fan-Tankstelle, der Tankstelle SB Station Kaltag, gibt es aber auch noch etwas anderes. Einmaliges, das zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte des FCH passiert ist. Und das hat etwas mit Leonard Maloney und der Länderspielpause zu tun. Er hat sein Pflichtspieldebüt für die Nationalmannschaft der USA gefeiert. Und seine Einwechslung gegen Ghana wollen wir uns jetzt mal anschauen. So Leonard Maloney, who just turned 24, born in Berlin. Qualifies for the US through his father, plays in the Bundesliga with Heidenheim. And Maloney coming on for his US debut. Das Länderspieldebüt von Leonard Maloney. Geschichtsträchtig. Nicht nur für ihn, auch für unseren Verein. Für uns natürlich Grund genug, mal mit ihm darüber zu sprechen. Als erstes muss man einfach nur sagen, dass es einfach nur eine Wahnsinnserfahrung allgemein ist, einfach nur rüber zu fliegen, selbst wenn man nicht gespielt hätte, sage ich mal, für sein Land auflaufen zu dürfen. Aber ich glaube, um es halt mal so grob zusammenzufassen, ist es halt, dass es so ein Highlight nach dem nächsten war. So egal, ob es auch nur Training war oder nicht, aber wenn du dann spätestens zum Spiel gefahren bist und die ganzen Leute mit USA-Flagge und Trikot und was weiß ich gesehen hast, dann hast du schon mal erst gemerkt, okay, das ist halt jetzt nicht ein Verein, für den du spielst, sondern es ist einfach ein ganzes Land. Und ich glaube, spätestens da kam dann so richtig der Adrenalinkick jedes Mal. Ganz angekommen ist es bei mir auch noch nicht, aber sage ich mal, wenn man das Trikot vor sich oder zumindest das Trikot sieht, dann weiß man, okay, du bist Nationalspieler, aber richtig in mir drin angekommen ist es noch nicht. Ich glaube, das erklärt sich dann von selber, dass man natürlich irgendwo aufgeregt, aber trotzdem, was es einfach nur pure Freude war in dem Moment. Ich glaube, dass halt am allerwichtigsten ist, dass man das halt gut einordnen kann, dass man weiß, okay, die letzten 10 Tage waren natürlich besonders, waren was Einzigartiges. Aber trotzdem weißt du ja auch, worum es hier geht, worum es wieder beim Verein geht. Und deswegen freue ich mich vielleicht heute noch, wenn 1, 2 Jungs auf mich zukommen. Aber ansonsten, spätestens wenn das Training losgeht, dann ist das auch vorbei und dann zählt nur das Spiel am Sonntag. Mit dem FC Augsburg kommt also am Wochenende, genauer gesagt am Sonntag um 17.30 Uhr, ein gefährlicher Gegner in die Voith Arena. Ein Grund dafür, an der Lech gibt es einen neuen Trainer. Jes Torup, unter anderem schon dänischer Meister und Pokalsieger geworden. Für uns ist das ein Grund, euch mal einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz des FC Augsburg zu zeigen.
Die Dinge, die wir auf dem Platz gemacht haben, haben mich sehr gut gefühlt. Ich habe einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft bekommen. Wir haben verschiedene Dinge auf den Platz gemacht. Es war einiges für den Kopf, für den Mindset, aber natürlich auch vieles über taktische Dinge, in welche Richtung, was möchte ich am liebsten und sowas. So, ich habe probiert, so viel wie möglich den Spieler so hinzubringen, wohin ich möchte mit ihm. Ich habe, muss auch sagen, sehr viel Respekt von was Heidenheim jetzt gemacht haben mit der Trainer über viel Jahr da und hat ein sehr sympathischer Mensch, hat sehr gute Entwicklung mit dem Verein gehabt. So, ich habe sehr großen Respekt für Heidenheim, muss ich sagen. So, dass wir es bestimmt ein schwieriges Spiel, aber wir haben nur Fokus auf unser Self und hoffen, dass es genug, um das Sieg zu bekommen. Jetzt seid ihr also hoffentlich bestens informiert über unser Spiel am Wochenende, am Sonntag gegen den FC Augsburg. Eine Info habe ich aber noch für euch, den Pullover, den ich das ganze Video schon trage. Den gibt es bei uns im Fanshop bei Liha Werbung für 54,95 Euro. Schlag da also am Wochenende zeitgleich zum Stadionbesuch am besten gleich zu. Wir sehen uns am Sonntag.